Hallo, Hallöchen, Leute, und willkommen zu Look, zu unserem wunderschönen und wunderbaren Last Epoch. Diesmal habe ich es nicht verkackt. Wir werden unsere Kampagne weiterspielen, die anscheinend noch 500 Jahre geht, was nicht schlecht ist, was ich sehr gut finde. Ich finde es ehrlich gut, dass die wirklich so eine 20-stündige, vielleicht sogar 25-stündige, wer weiß ja nicht, wie lange es noch geht, Kampagne einfach da schon drin haben. Wenn wir 34-Euro-Game, habe ich gerade schon im Stream gesagt, das ist halt einfach, das ist legit, das ist insane. Das ist gut, das ist einfach gut. Das macht wirklich Bock. Auch das Bilden macht sehr viel Bock und wir werden davon auf jeden Fall sogar noch ein bisschen mehr zeigen. Wir werden wirklich einiges bilden, denke ich. Mehr gibt's nicht zu sagen. Lass mich noch kurz hier Stuff ready machen. So, ist alles eingerichtet, damit ich auch meinen Stream-Chat lesen kann. Also für euch auf YouTube, ne? Wenn ihr dabei sein wollt, kommt einfach rein, stellt Fragen, ich beantworte alles, auch wenn es nachher im YouTube-Video landet. Wenn ihr eure Frage nicht im YouTube-Video haben wollt, dann stellt keine Frage. Darauf kann ich jetzt nicht sagen. Dann gehen wir mal rein in unseren Runenmeister. Gucken wir mal, wo haben wir zuletzt? Wo waren wir zuletzt? Wo waren wir? Wo waren wir gewesen? Auf jeden Fall am Ende der Zeit, weil wir dort nämlich immer starten. Ich habe mein Inventar. Stimmt. Wir haben jetzt den Folianten der Elemente und die Lehren der Metropole. Brandneu dazu bekommen. Und ich glaube, das da. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das da auch zu bekommen haben. Aber auf jeden Fall. Ah! Das war ein schöner Loot. Das war sehr geil. Auch wenn die Dungeons an sich eher. Ja, ne? Also. Wissen die Entwickler, glaube ich, aber selber, dass es noch ausbaufähig ist, dass man halt nicht gekickt wird, ne? Also man darf ja ruhig aus dem Dungeon rausgeworfen werden. Stirbst du, verlierst du halt den Schlüssel plus hier Kisten am Ende. Ist mir egal. Aber wirf mir keine Fehlermeldung. Bitte wirf mir keine Fehlermeldung. Das ist alles, was ich will. Ich will nicht aus dem Dungeon, ich will nicht sterben, mit 0 HP wiederbelebt werden, eine Fehlermeldung bekommen und dann aus dem kompletten Dungeon sein. Oh Gott. Mal hier wieder ein bisschen reinkommen. Okay. Hallo, Tontrapierscher. Ich glaube, unser Damage ist halt wirklich nochmal insane nach oben gegangen, ne? Der ist halt wirklich nochmal richtig gut nach oben gegangen. Wie viel haben wir jetzt? Nur fast zum... Wir haben auf einem Fireball 9000 Damage gerade gehabt. Damage pro Sekunde. Also ich will jetzt nichts sagen, aber das habe ich so eigentlich, glaube ich, noch nicht gesehen. Das viel, oder? Das glaube ich viel. Oh, auf der anderen Seite siehst du Herods Tempel. Ins gesegnete Hornblasen, um die Brücke hochziehen zu lassen. Let's go. Hochziehen? Nicht runter? Ja, hätte ich auch so gemacht, ne? Definitiv. Die war einfach unterm Eis. Die Brücke. Let's go! Ab in den Tempel! Schön eisig hier. Oh, nice. Und dann so gefrorene Wölfe. Huch. Wieder ein paar Runen von der anderen Klasse einsammeln. So macht man das gerne. Ja, das heißt doch dann jetzt, dass wir eigentlich wirklich nur noch Fireball benutzen, ne? Also den natürlich auch, weil er halt wirklich sehr viel Bereichsdamage macht und auch wirklich in einem großen Bereich verbrennt. Das ist halt das Geile.
Nice! Stufe 50! GG! So. Ja. Müssen wir direkt skillen, ne? Also bleibt auch nichts anderes übrig. So, wo skillen wir denn eigentlich hier jetzt weiter? Ich glaube hier weiter rein, ne? Oder hier rein. Ich glaube, wir skillen weiter hier rein, damit wir auch gegen Bosse ein bisschen mehr Damage machen. Das wäre legit, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. Weg mit denen. Sehr schön. Dann können wir auch noch den... Wir können auf Slot gucken, ne? So, das Einzige, was wir noch nicht drin haben, ist unseren Flammensturm. Ich würde mal einfach gucken, was man bei dem so machen kann. Was man bei dem so lang skillen könnte. Also das ist zum einmal schon mal Ringglut während Feuersturm. Maximale Ringglut 15. Feuerrune, Glut während nicht in Flammenrausch. Alle 0,4 Runenglut, die bis zu einem Maximum. Alle 0,2 sind, wenn du nicht im Flammenrausch bist, schießt du eine Runenglut an einen nahegelegenen Feind ab, falls du welche hast. Okay. Oh, was ist das da? Du wirkst Runenbeschwörung, wenn du Flammenrausch verlässt, als es sich auf deiner Aktionsleiste befindet. Dieser Effekt verbraucht Mana in Höhe eines Prozentsatzes der Mana-Kosten von Runenbeschwörung. Ah, was ist Raserei? Raserei ist ein Buff, der des Angriffs- und Zaubertempo um 20% erhöht. Auch geil. Okay, das ist so Runenklot-Gedönsches. Beim Töten während Flammenrausch eine Runenklot zu erschaffen. Du hast Runenklot schneller während Flammenrausch, okay? Runenklot durchbohrt Gegner. Das Wirken vom Flammensturm erzeugt zusätzlich Runenklot. Durch eine Frostmauer? Du reist schneller? Oh, ja. Das ist geil. Das Wirken von Feuerball und anschließend die Verwendung von Flammenrausch in die gleiche Richtung innerhalb von 0,2 führt, dass der Flammenrausch mehr Schaden verursacht, einem größeren Bereich und dir Mana gewährt, wenn du ihn wirkst. Hä? Wenn du während des Flammenrauchs einen Feind mit Feuerball triffst, löst dies einen Runenstoß um das Ziel herum aus. Okay. Ich verursache jetzt Widerstandsbuff. Ja, das brauchen wir eigentlich hundertprozentig. Immer wenn du einen entzündenden Gegner hindurchgehst, erhältst du Schutz und verbrauchst all deine Entzündungsstapel auf diesem Feind. Sollen diese Entzündungen auf diese Weise gewährt dir Schutz entsprechend dem Entzündungsstapel auf ihnen, aber sie verursachen keinen verbleibenden Schaden. Durch eine Entzündung verlierst du anstelle von Schutz pro Stapel der Entzündung auf dem Feind und verbrauchst deinen Entzündungsstapel ohne Schaden zu verursachen. 12 Schutz pro Stapel sofort den und die Entzündungsstapel verursachen sofort den verbleibenden Schaden am Feind. Was ist dein Maximum? Auf diese Weise verbrauche ich den Entzündungsstapel vor so mehr. Uff! Ja, wir gehen definitiv in die Richtung, hundertprozentig. Also, was reden wir, ne? Also, das wäre mega geil. Also, wir können das da nehmen. Oder wir haben halt mehr Reichweite und mehr Geschwindigkeit, ne? Wir müssen halt zweimal hier so reinskillen und das da weiß ich nicht, ob ich das will, weil aus dem einfachen Grund, das natürlich nicht immer gegeben ist, dass wir Flammensturm mit einem Feuerball benutzen. Und ich glaube, ich auch ehrlich dafür zu doof bin, das zu tun. Ich glaube, das wird halt nicht auf Proggen dann.
Glaube ich zumindest. 125% der Rune der Beschwörung würde dieses Mana verbrauchen. Gut, aber hier kriegen wir wieder Mana zurück, wenn wir das mit dem Feuerball nutzen, ne? Also, warte, jetzt lass mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann könnten wir nicht mehr hier rein skillen. Das da will ich eigentlich als erstes haben. Also, wir könnten hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann kämen wir aber nicht mehr hier rein. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann könnten wir noch einen siebten skillen. Das ist es. Wenn wir jetzt noch hier rüber gehen. Also hätten wir jetzt 8 Punkte da drin, wäre halt besser. Oder sogar mehr. Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal. Es hört sich wirklich gut an. Wir müssen 2 Punkte da reingeben. Können wir einen da reingeben? Also beziehungsweise den Rest da reingeben. Und dann, der müsste normalerweise relativ schnell leveln. Weil wir haben relativ hochlevelige Gegner. Ja. Wir haben normalerweise relativ hochlevelige Gegner, weswegen der relativ schnell gelevelt werden müsste. Ich glaube, wir verwenden ja auch immer quasi das so ein bisschen, ne? Ja, das ist ja... Ach ja, sehr schön. Ich merke schon, das wird richtig viel Spaß machen. Oh mein Gott. Das wird ja anders cool. Unser Bild kommt so langsam so, ne? Also, das wird halt so langsam. Ich brauche auch theoretisch dann kein einziges Mal mehr das zu wirken. Und es cleart mir einfach wirklich... Dann den ganzen Weg. Also, wenn ich mit Flammenball mal kurz irgendwo raus muss oder irgendwo rein will, das cleart ja alles weg. Das ist ja ultra. Das ist ja mega. Ey. Ich kann es einfach nicht genug sagen, wie geil das Spiel ist. Wirklich. Also, wer es sich jetzt bis jetzt noch nicht geholt hat und Hack and Slay halt gerne spielt, Jungs, gönnt euch. Gönnt euch. Das ist ja wirklich anders geil. Holy moly. Legit. So. Kurz was gucken. So, passt. Weg mit denen hier. Da ist sowieso nichts. Deshalb meine Frage ist halt. Geht's hier schon weiter? Und die Antwort lautet, glaube ich, ja. Zusätzliche Frage wäre natürlich, kann man auch irgendwie über die Seite das erreichen? Ja, und da ist schon auch einmal aufgelevelt. Also das, denke ich, wird halt relativ schnell gehen. Nice, Götzen! Let's go! Sehr schön! Was haben wir denn da? Schurken, Götzen! Yay, cool, was? Nee. Und das sind Akolyt und Schurk. Da ist noch einer. Ja gut, das ist wieder Diener-Schaden, ne? Komm, sag's mir. War, glaube ich, wieder Diener-Schaden, ne? Der war das. Ja, natürlich. Wie soll es auch anders da sein, ne? Was anderes bekommen wir hier natürlich auch nicht. So. Das da.
Kein verbleibender Entzündungsschaden. Das ist aber okay. Wir werden halt hier durch abnormal tanky. Abnormal tanky. Und wenn wir dann noch eine Stufe drin haben, macht es ja quasi den. Richtet das den Damage ja trotzdem an. Ja? Das richtet dann den Damage ja trotzdem an. Ach, hey. Das wird wirklich anders geil. Ich habe so das Gefühl. Oh, noch eine Götze. Das ist ganz da hinten, ne? Ich würde mal backtracken und würde hier links unten nochmal hingehen. Also die wirkt dann halt immer mindestens die erste Stufe jetzt, ne? Weil es gibt halt eine Rune. Und wir kriegen dann immer mindestens die erste Stufe gecastet. Und das gibt uns auch quasi bis zu 100 Schutz. Weil wir ja einfach die Rune verbrauchen. Das wird, glaube ich, noch anders crazy. Wenn dann jetzt noch der Damage passt. Oh my. I love it. Zumal wir haben ja eigentlich noch gar nicht so viele Uniques, ne? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück und wir bräuchten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also je nachdem, ob nicht erhabene Gegenstände besser sind, aber wir haben quasi dann sozusagen noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich vielleicht gerne hätte. Gut, dass wir nochmal zurück sind. Hier war nämlich noch eine Truhe. Und hier ist noch eine Truhe. Und hier haben wir sogar noch einen Götzen. 32% erhöhter Feuerschaden. Oh mein Gott. Verdoppelt bei Max Mana. Oh mein Gott, wir müssen kurz umbauen. Wir nehmen das alles raus. Ich glaube, das ist eh nur. Das ist. Achso, nee. Sammelt die mal trotzdem bitte ein. Aber wir können einen noch beimachen. Laufe der Zeit 9%. Laufe der Zeit 9%. Und Widerstand, ja. ...32%. Wir brauchen Mana, ne? Wir brauchen 300 Mana. 64% durch eine Götze dann. Ich weiß nicht, was los ist und warum das Spiel jetzt gerade so gönnt. Irgendwas ist wrong. Irgendwas ist ganz, ganz, ganz böse gerade. Holy moly. Das ist ja... krass. Gut, also ich will mich auch nicht beschweren, ne? Einem geschenkten Gaul und so schaut man nicht ins Maul, so wie es heißt, ne? Ballern wir halt. Ich kann nur nicht so hundertprozentig gerade sagen, ob wir jetzt mehr Damage machen oder nicht. Und dann kriegen wir noch Aphex-Splitter.
Jetzt wird's mir aber wirklich so ein bisschen. Jetzt wird's ein bisschen krass. Mal so ein Hündchen. Okay, wir nochmal ein Level ab da. Und gehen einfach hier rein. Und ich würde behaupten, krass. Das wird jetzt richtig scheppern. Weil jetzt, wenn wir einen haben, der baut halt direkt die Stacks einfach an dem ab. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich so viel mehr Damage macht, ne? Das müssen wir dann gucken. Aber es macht auf jeden Fall schon sehr viel. Nehmen die Robe mit, nochmal Götzen. Was ist denn los mit den Götzen? Kriegen wir so viele geile Götzen auf einmal? Ich glaube, der ist aber... Ja, nee. Den können wir erstmal nicht austauschen. Den da eigentlich auch nicht. Wait. Wir waren noch nicht auf der Seite, ja? Da müssen wir noch hin. Ganz wichtig. Ich mag es einfach. Es ist so cool. So, hier haben wir aber nichts, ne? Okay, dann müssen wir durchs Portal. Dann gehen wir einmal durch das Portal. Und gönnen uns dort, was auch immer dahinter ist. Was wäre dahinter? Na, wir wissen es nicht. Die Lanze vielleicht. Hier ist immer noch ein Gebiet. Okay. Fernwald. Alright. Nice. Bindet Garel. Okay, wir finden Garel. Könnte denn die gute sein? Garel, wo bist du? Der kann Frostwände machen. Das wäre lustig, wenn wir einfach die Frostwände, da ist ja der Spell kann ja auch mit so Frostwandgedütsches benutzt werden. Wenn wir einfach das proggen würden, wenn wir durch eine gegnerische Frostwand da durchgehen. Das wäre ja lustig. Ich würde es feiern. Okay, lieber Zauberer. Vergangener Zeiten. Wir nehmen dich mal aufs Korn. Let's go.
Nee. Das ist immer noch. Das ist immer noch ätzend. Also ich versuche auch durch ihn hindurch zu gehen. Mit meinem Flammensturm, ne? Aber irgendwie. Habe ich so das Gefühl, es baut nicht richtig die Stacks ab? Ah, doch. Jetzt baut es die Stacks ab. Nice. Naja, geht so, ne? Also. Okay, wo sind wir jetzt genau gelandet? Ach, hier oben. Ach Gott. Das geht ja noch weiter. Gut, dann gehen wir erstmal auf die linke Seite jetzt. Da noch ein bisschen was zu erkunden. Wahrscheinlich geht das hier so rüber. Jawohl, nochmal ein Level. Sehr schön. Okay, wir gehen aber einmal zurück. Das hier ist nur so eine Connection. Die schmelzt auch sofort, die Wand, die er da macht. Finde ich auch nice. Einfach direkt gone. Okay, ist das hier auch so ein Rundel? Oder wo geht das hier her? Wo geht es hier lang? Schein der Betäubung. Okay, ja. Geht hier einmal rund. Passt. Können wir noch einmal hier so reinskillen? Ich glaube hier in den. Und wahrscheinlich diese Mana-Gewinnung. Mana-Gewinnung wird wahrscheinlich auch ziemlich geil sein, weil ich merke, unser Mana droppt schon relativ low. Deswegen wäre schon ganz gut, wenn wir da so ein bisschen was haben. Ne? Okay. Auch das fertig erkundet. Dann geht's nach oben. Das war schön. Das war schön geordnet und schön klein. Gefällt mir. Schön geordnet und klein. Ach du, da lebt ja noch was. Man nehme mit. Und weg mit denen. Und in die gefrorenen Wurzeln rein. Die gefrorenen Wurzeln. Okay. Hallo, Garel. You're alive. But I thought you died. Nope. Lange Geschichte. And ja.
Well, it's good to see you, but why are you here? Julia. Julia. Nee, ich bin gekommen mit der Lastzeit. Then, Herod. Yes. I apologize for my rudeness. I haven't seen a face that wasn't furry, wooden, or trying to kill me for weeks. What okay. changed his mind about the lance? Herod stirbt. Maria hat ihm eine tödliche Wunde zugefügt. No. Doch. Damn it. I'll avenge you. Oh. His lance will be struck straight into Raye's black heart with my hands. Okay. Und ich werde dir dabei helfen, gar kein Problem. Wasting time on Jerun. Morditas. Jerun? Do you not know? Jerun was a champion and was there when Morditas rebelled. Okay. Until Jerun was seduced into becoming his champion. A great warrior swayed. Okay. I wanted to learn more. Legends say he might be imprisoned somewhere close. Okay. Who cares about that? I must deal with Raye. The lance is just up ahead. Ja, dann los. Let's go. Ach, er kommt sogar mit. Wir haben mal wieder einen Begleiter. Oh, mehr Erfahrung bei Tötung. We take this. We take it. Alles schön erkunden. Oh, bitte. Okay, nochmal was skillen hier. Jawohl. Oh, da war irgendwas. Nice, Stufe 51. Ah, wenn das automatisch gewirkt wird, kriege ich aber, glaube ich, den Buff nicht, ne? Ah. Okay, wenn meine Runenbeschwörung automatisch gewirkt wird, kriege ich natürlich den Runenbeschwörungsbuff danach nicht, ne? Das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade. Weiß auch nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Sind ja Leute in Käfigen. Ist das hier nicht der Baum irgendwie von dem Gott oder so? Hä? Warum sind hier Leute in Käfigen? Bolzen. Das macht irgendwie nicht so ganz viel Sinn. Ich dachte, das wäre so ein Baum von dem Hero oder wie der heißt. Und der wäre eigentlich gut. Das verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Ist halt wirklich so, ne? Die Sucht, sie treibt einfach. Es geht gar nicht anders. Man muss einfach.
So, habe ich hier noch... Noch. Damit... Einmal hier so lang. Nice. Seht ihr das? Ach, das war so ein seltener Wolf. Ha. Ja, ne? Der ist einfach mal passiv. Der ist einfach mal passiv da im Gesicht. Fools, Fools. Jetzt sieht das Ganze auch wieder wirklich einfacher aus, ne? Nach den ganzen Upgrades. Ist wirklich wie, wirklich ein einfaches Game geworden jetzt, ne? Oh, schönes Level Up. So, da macht das wenig Sinn. Mehr Mana gewinnen, ja. Und dann müssen wir überlegen, wo wir noch rein skillen. Ob wir da... Ob wir mehr Schaden wollen, wobei ich das eigentlich jetzt nicht so sehe. Okay, alle Buffs. Das bedeutet, auch die hier? Gibt es da nicht einen Buffs? Nee, hier? Oder? Oder was ist mit Buffs gemeint? Wirkt jetzt vulkanische Kugel, die an dir befestigt ist und nur detoniert, wenn du Flammenrausch beendest, zusammen mit anderen aktiven vulkanischen Kugeln. Mana in Höhe des Teils und Mana-Kosten von vulkanischer Kugel. LOL. Es ist auch so krass. Kostet weniger Mana, hat einen kürzeren. Diese Effekte verdoppeln sich, wenn du genug ungedeckten Feuerwiderstand hast. Doppelte Effekte mit 150% ungedecktem Feuerwiderstand. Was ist denn ungedeckt? Ungedeckt? Was hätten wir denn da? Verteidigung? So, Feuerbeständigkeit. Ja, die Obergrenze beträgt 75%. Keine Ahnung, was da ungedeckt bedeutet. Aber wir müssen echt gucken, ob hier noch ein, paar coole Sachen dabei sind. Nee, das da wahrscheinlich eher weniger. Nee. Ich glaube, wir gehen dann hier hin und machen hier so Runenglut. Das sieht auch sehr gut aus. Anstatt hier vulkanische Kugel, glaube ich. Vulkanische Kugel ist auch nicht so. Ich glaube, so viel mehr Schaden brauchen wir auf dem Flammensturm jetzt auch wieder nicht. All that's left is locating the lance. Oh, hallo! Okay.
schon ganz schön. Der kriegt schon ganz schön auf. Okay. Ja, das ist dein Punishment. Huch, mein Mana. Okay. 7% Chance bei den lebenden Treffer Elementarnova. 1,1% vom Zauberschaden als Entzug während des Kanalisierens. Das Elementarnova wirken wäre schon cool. Was haben wir hier? Ja, die hat halt wirklich viel Rüstung, aber das will ich nicht austauschen. Dazu haben wir erlitten, Treffer mit Hanover zu wirken. Ich glaube nicht, dass das so, dass das jetzt so krass werden würde. Nee, lass uns mal. Hallo, bist du, hast du, willst du uns das Ding da geben? Vor dir stehst du in Eis, gefrorene Gestalt. Der Halbgott Morditas von Herods Lanze durchbohrt. Dann nehmen wir mal die Lanze. Das hört sich so an, als würde der gerade auftauen. We have the lance, which means I must return to Herborea. Yes. Would you come with me? It's a large request, but I need all the help I can get. Wofür will der denn jetzt die Lanze haben, um Ryth zu durchstoßen? Aber das wollen wir doch auch machen. Warum brauchen wir dann was? Unter einer Bedingung. Ich brauche danach die... Stimmt, wir brauchen danach die Lanze für den... Für hier Mr. Imperator. Ja. Warum? Den unsterblichen Imperator beschreiben. Immortal Empire. Are you serious? Ja, Zeitrochen und Epoche. Better. After we're standing over Raye's corpse, we'll take that bag of bones together. Okay, mit Vergnügen. Hau raus. The battle with Irune was amazing. I'm itching for one better. Tell me more. Okay. Immortal Emperor on our journey. Ja, gerne. The lance was found and a bond was formed. Do you think we'll see Herod before their fates intertwined? Let's go together with mine. But for now, they focused on their gods. Wer hat da jetzt gerade gesprochen? War das auch ein Gott? Das war aber nicht der Emperor. Okay. I know things are grave, but I can't help but feel relieved that Grail's back. Ja. Du, dich kümmert Grail? Of course. He is Herod's champion. Okay. And my friend. All that ja, natürlich. Take the lance and bless it. Hast du über das Gespräch nachgedacht? If what you say is true, if I am to become a revenant serving some master, I will refuse. weiß ich jetzt nicht, ob du so refusen kannst, aber okay. I can't imagine it, but I will take your warnings to heart. Okay. Ich kümmert Grace. Achso, ja, okay. Ja, brechen wir auf. Let's go. Nochmal Götzenslots bekommen. Nice. Götzenslots. Was packen wir denn da rein? Haben wir irgendwas, was relativ cool ist? Ja, erhöhte Schaden im Laufe der Zeit, ne? Da haben wir ein bisschen was davon. Das können wir hier reinpacken. Ausweichwertung kann man auch reinpacken. Why not? So, dann einmal an die Kiste. Die Sachen hier nochmal verpacken. Einmal verpacki.
Einmal hier so rüberschieben. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Alle Götzen hier rein. Einmal das da in den Rammschrein. Und das da kann, glaube ich, alles verkauft werden. Außer das da will ich wirklich mal zerschmettern, weil das könnte nämlich noch geil werden. Wenn wir das Durchstoßen von dem Feuerball bekommen mit mehr Feuerschaden und können das irgendwie dann mal auf den Kopf da drauf machen. Das wäre insane. Das wäre, denke ich, wirklich gut. Yes. Ja, lass mich mal einkaufen. Lass mich das da mal wegmachen. Dankeschön. I see. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Zu dem guten Herod. Hier unten waren wir auch noch nicht in Tiefhafen. Mann! Gott, das geht ja überall weiter, ey. I cannot do that. Eingabe von der ehrwürdige Weg. Ja, ja, geht nur ein bisschen zurück traveln. Der war doch zu, oder? Wir konnten doch, glaube ich. Also der öffnet sich, glaube ich, nur für Quests, ne? Weil wir sind ja noch mal ein bisschen zurück und haben uns im Dorf umgeguckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich wirklich nur für so Quests mäßig öffnet. Nett. Jawohl. Das Einzige, wie gesagt, was ich nicht so hundertprozentig verstehe, ist, dass sich der Buff hier, der Flammenrausch-Statistiken, nicht aktiviert, wenn wir das mit Flammensturm casten. Das aktiviert sich irgendwie nicht. Entweder ist das ein Bug oder es ist wirklich gewollt. Das war sehr viel Damage gerade. Nett. So, Fabian, wenn du jetzt da bist, dann sag mir auf jeden Fall nachher Bescheid, wenn Patrick da ist. Weil der ja gemeint hat, irgendwie könnte auch länger dauern oder so oder sowas. So, was ist denn mit euch hier? Dem geht's immer noch bad, der steht aber zumindest mal wieder. Nee, der ist immer noch da. Terra, unsere schlafende Mutter, erlöse uns von dieser Tragödie. Hauche unserer Welt neues Leben ein, erwecke und rette uns. Wir haben dich enttäuscht, dein Geschenk ist während deines Schlummers zu Bruch gegangen. Wir flehen um Vergebung, wir bitten dich, rette es, so wie du uns gerettet hast, Eterra. Okay. Ich sprach zu Herod. Er wollte dich hier sein, während er die Lanze blessed. Okay. Dann, let's go. Ich sehe, du hast mit der Lanze zurückgekehrt. Now it shall bear my final blessing. Auch damit die Lanze einsatzbereit ist, brauchen wir auch den Segen von Lagon und Mayasa im Westen bzw. Süden. Um was für einen Segen handelt sich? Jeweils ein Tropfen unseres Blutes wird die Macht in ihr entfachen. Jetzt ist schon einmal mein Blut in der Lanze. Nimm sie und setze sie klug ein. Okay, bin soweit. Even the gods cannot observe what fate intends for us. Do not let it bind you. Das sah schon mal relativ gut aus. Nicht sofort erzählen wir, sonst fangen wir ja zu spät mit meiner Story an. Ja, Fabian. Genau so ist es. Vielen Dank. Ne? Vielen, vielen Dank. We have Herod's blessing. And now he's gone. Ah. We must move on. There are other matters. Other gods we must tend to. Our only chance to defeat Raye is if we gather their blessings. Okay. Ja, wir werden ihn rächen, definitiv. We will. We'll travel west towards the sea.
Lagon is there, the god of sea and storms. Was weißt du denn über Lagon? Little Hierots told me, Lagon's as likely to welcome us as he is to drown us. Hey. But we should get to the coast. There's a settlement south, deep harbor. It has underground rivers that might take us there. Okay. Standest du hier right now? Hierot raised me. My kin died when I was young. The Eborian law dictates I fend for myself. Strong survive and the weak die. And I was weak. Death okay. stalked me. Yet Hierot was always there when I needed him. Made sure I survived long enough to become strong. Okay, scheint's viel yes. durchgemacht zu haben. It appears death has stolen from me again. Forgive mm-hmm. me. Let's end our conversation there. Okay, gut. Machen wir. Dann müssen wir einmal hier so hin. Dann reisen wir mal darüber. Und dann gehen wir zu Tiefhafen. Und schippern über unterirdische Kanäle dorthin, wo wir hin müssen. Let's go. I cannot do that. Achso, stimmt. Ich kann ja in der Stadt keinen Flammensturm casten. Voll weird hier. Der nördliche Fluss. Bin wirklich gespannt. Okay. Also Gegnertypen sind immer noch relativ gleich hier. Schon mal eine Sache. Die Gegner fallen aber auch gut schnell um, ne? Also jetzt ist wirklich das schon heftig. Haben wir hier? Na, irgendwas im Bewegungstempo, ja. Okay. Kann man machen. Huch, der hat aber was gedroppt. Das habe ich doch im Augenwinkel noch gesehen. Also wir können uns schon ziemlich viel Schutz geben, ne? Also muss man schon ehrlich sagen. Not bad. Not bad, not bad. So langsam werden wir tanky. Zumindest so ein bisschen. Naja, oder auch nicht. Immer schön mitnehmen. Wer bist du denn? Hallihallo. Und was ist der denn jetzt gestorben? Der ist ja instant zerplatzt. Lul. Okay. Let's go. Auch nach Tiefhafen. Das war auch schnell. Es ging. Oha. Erstmal ganz viel Lesestoff. Geil. Auf nach Tiefhafen, sagte er. Okay, gut. Das haben wir. Dann fangen wir ganz rechts an und arbeiten uns nach ganz links. Was hier so die Leute zu sagen haben. Was habt ihr denn zu sagen? Tiefhafenheiler. Die Verbrennen wollen einfach nicht heilen. Verdammt seien diese Solarum-Hunde. Okay. Interesting. Na gut, kann ich verstehen. Die sind echt feueraffin. Aber ich verbrenne auch ganz gut.
Saboteure, die schmuggeln schon Gott weiß wie lange Vorräte und ihre verdammten Bomben am Oskai. Wir haben nie eine Chance. Wir hatten nie eine Chance, okay? Hm? Können Sie vielleicht davon überzeugen, uns auf dem verdammten Fluss fahren zu lassen? Mir ist es schnuppe, wie viele Ospreys unterwegs sind. Ich gehe nicht wieder nach Norden. Nee, noch nicht. Okay, ich bin kurz davor, mir eins der Boote zu schnappen und selbst nach Tidima zu gehen. Jo, mach doch. Okay, ich weiß nicht, was hier los ist. So. Garel, wie siehst du das? Die Harbor has never been close with the other tribes. They're merchants and travelers. Not warriors. Okay. But they're Hyborian all the same. Raye prays on this. He will pay for the dishonor. Okay. Can I help you? Ein Durchgänger Tetima? Du bist nicht der Einzige, der will. Der Fluss wird auf der gesamten Länge von hier bis zum Liatsee belagert. Es sieht nicht gut aus. Okay, ist egal, ob du ein Händler aus Hyobera oder Tenua bist, die entgangenen Gewinne beklagt. Wenn das Pier nicht sicher ist, können wir nicht nach Westen. Würde ich sagen, Zeit, um sich das Problem, dem Problem anzunehmen, würde ich behaupten. Was willst du tun? Pass auf dich auf. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Next one, wer bist du? Welcome, Traveler. Während des Zwist mit dem Eoboriana, mit dem Solarum, läuft das Geschäft hier oben eher schlecht als recht. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt sind auch noch die Westrouten in Bedrängnis. Kein Wunder, dass uns die Architektin zurückbeordert hat. Die Architektin? Architektin Lias. Sie ist im Reich von Lagon für Recht und Verteidigung zuständig. Normalerweise erledigt sie diese Aufgabe auch gut. Aber im Moment, wenn Handelsprinz Melbourne davon erfährt, wird er stinksauer sein. Okay. Okay. Aber hier noch? Ich weigere mich, in die Tundra zurückzukehren. Tiefhafen ist meine Heimat und ich werde mich nicht wie ein Vengari im Ödland verkriechen. Wenn doch nur mein verdammtes Bein nicht steif wäre. Okay. Jammel. Die gute Gammel. Warum muss das nun geschehen? Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind Fährleute, Fischer, Kinder. Warum sollte Rai uns vernichten wollen? Geht's dir gut? Nur einfach können wir hier nicht weg. Mein Sohn hat... mein Sohn haben dich verkrüppelt. Warum nur? Warum wir? Viel Glück. Ja. Haben dein verkrüppelt? Warum ich jetzt? Was soll das? Viel Glück. We have a problem. Reaching Thethima will prove more complicated than we thought. Raya's forces are here. Sag nur, habe ich jetzt mit allen geredet? Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. Okay, naja, dann werde ich halt einfach die Eindringlinge verjagen. You would be fighting alone. Wie immer. Also, meine Liebe. Also, das wäre ja jetzt nicht das erste Mal, ne? Ja, und noch ganz viele andere Situationen, in denen ich alleine gefightet habe. Ich habe dir doch gesagt, dass ich das schaffe. They're holed up in the pier. If you think you stand a chance, show no mercy. Ja, sowieso nicht. Da wird alles ausgerottet. Schön wegfahren. Schön weggeburnt. Burn. Farewell. Fireball. Sag ich da nur, ne? Renne zum brennenden Kai. Ja, der brennt erst, wenn ich da bin. Ey. Dann brennt die Hütte. Die brennt dann aber anders dolle. Ist das ein... Das muss ja jetzt ein Gebiet sein oder so, ne? Oder noch mehr Gebiete? Ne, ich glaube, das ist dann das Einzige.